So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Ich wollte mich ja entscheiden, wo ich lang gehe und ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier unten reingucken. Vielleicht geht es ja gar nicht so viel weiter. Und ich werde jetzt mit Sicherheit vergiftet. Da kann ich glaube ich auch nicht viel gegen machen. Jo, richtige Entscheidung, hier ist nur eine Truhe, das ist schön. Feuersamen und göttlicher Segen. Okay. Das ist ein Scheiß mit dem Gift, ne? Also ich finde Gift wirklich nicht so cool. Aber immerhin habe ich mich ja richtig entschieden und bin nicht erst hochgerannt. Weil da geht es ja eh nicht weiter. So, was habe ich jetzt gekriegt? Feuersamen. Was bringt das denn? Oder habe ich die sogar schon? Ich weiß es gar nicht. Das sieht aus wie Feuersamen. Ne, das ist der Schmetterling. Samen. Immer diese Suche nach den Items, ne? Okay, gibt's hier anscheinend irgendwie nicht. Hier bestimmt dann auch nicht, auch nicht. Da. Feuersamen. Achso, stärkt die Pyromantieflamme. Cool. Also kann man die jetzt nicht mehr so wie in Dark Souls 1 aufleveln bei irgendeinem Händler, sondern man muss die mit diesem Feuersamen verbessern. Okay. Kann man mal machen, ne? Das wäre eigentlich auch cool. Ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, man braucht jetzt Magiepunkte oder Zauberpunkte für Pyromantie. Also im Vorgänger war es ja so, da brauchte man ja quasi nichts außer einen Zauberslot und dann konnte man schon Pyromantie benutzen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so, weil wäre das so, dann könnte man das ja eigentlich mal benutzen, ne? Wenn man dafür nichts leveln muss. Und da sind große böse Gegner. Was machen die denn da? Die beten? Wer betet denn heutzutage noch? Nein. Gehe ich da hin? Aber da ist eh nichts, wie es aussieht, ne? Ich gehe erstmal hier hoch. Okay, ich muss da lang. Toll. Was ist denn das? Eine Hexereiurne? Oder Hexerurne? Explodiert und richtet finsternde Schaden an. Cool. Glaube ich. Ich habe doch andere. Achso, die habe ich nicht ausgerüstet. Ich wollte gerade meine Pfeile wechseln. Aber wenn ich die nicht drin habe, geht das wahrscheinlich schlecht. Eisenpfeil, Feuerpfeil. Ich weiß, das ist eventuell Verschwendung, wenn ich das. Das war Verschwendung. Das war wirklich Verschwendung. Der sollte eigentlich seine Pfeile wechseln. Na, ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall kaufe ich die dann wieder neu. Aber die machen ja. Ey, die machen ja fast gar keinen Schaden. Was ist das denn für ein Käse? Jetzt weiß ich auch, wie. Naja. Ich wollte gerade mit R2 wollte ich meine Pfeile wechseln, aber hier ist ja so, du kannst die nicht mehr wechseln, sondern R2 ist der eine Pfeil und R1 ist der andere Pfeil. Stimmt ja. Gut. Dann hätten wir den. Und jetzt so ein 1 gegen 1 gegen den Typen da, das traue ich mir eigentlich zu. Mal gucken. Was ist denn? Das hier war nicht explodiert? Wie in der verlorenen Festung? Nö. Okay. Häftlingshandschuhe. Die gucke ich mir gar nicht erst an, weil die werden garantiert nicht so gut sein, wenn man sich die Leute hier mal anguckt. So, tut mir leid, Jungs, aber
Ich habe ja ein bisschen Angst, dass ihr irgendwann aufsteht und mir hinterher rennt und mich vielleicht in einer ungünstigen Situation etwas stört. Deswegen alles, was sich bewegt, wird getötet. Ganz brutal und herzlos. Die sehen echt aber ein bisschen spooky aus. So, was passiert jetzt? Ach so, da ist. Ah, cool. Kann ich da jetzt durch? Episch. Und ich frage mich immer noch, wo dieser eine komische Pferdeboss ist, der in der Beta im Jägerhain war. Und vielleicht war das so schön. Das ist nett. Also wenn ihr es nicht schon gemacht habt, dann schreibt euch mal in die Kommentare, wo dieser komische Pferdeboss aus der Beta ist. Interessiert mich so ein bisschen. Das ist eigentlich viel zu friedlich, ne? So ein großer Platz und keine Gegner. Das ist ja gar nicht wie Dark Souls. Okay, da ist wieder Gift. Da ist auch wieder Gift. Und da sind Gegner. Gehe ich jetzt mal hier lang, wo kein Gift ist und keine Gegner sind. Das ist schön. Und das ist jetzt so ein bisschen wie Zweiter Weltkrieg hier. Wie? Was? Hä? Wo? Och nö. Alter Schwede. Was hat der denn für eine Power? Alter Schwede, ey. Das war ja mal... Der hat mich ja fast gewonnen, hittet. Alter Schwede. Nicht schlecht. Okay. Kann ich das vielleicht selbst kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Ach, ja. Ich weiß schon, vielleicht hätte ich den irgendwie so quasi anlocken müssen, dass er das hier für mich kaputt macht. Mit seiner schwarzen Magie oder so. Ja. Nächstes Mal. Kann ich ja mal ausprobieren. Das hier sieht aber auch echt schlecht aus, ne? Das kann ich auch nicht kaputt machen. Ich kann gar nichts kaputt machen. Naja. Giftstein, faules Harz. Wieder mal gucken. Giftstein, ja, faules Harz ist klar. Giftstein, 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 Giftstein. Dun, 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 dun. Wahrscheinlich gibt's das hier wieder nicht. Ups. Giftstein, da kann ich mir noch vorstellen, dass es hier so ein Stein ist. Ja, ist es sogar. Vielleicht Ausrüstung Gifteffekt. Okay. Wie war das denn früher, dass man Waffengift... Ah ja klar, mit den faulen Harz und so. Hat man dann ständig Gifteffekt an der Waffe? Das wäre ja cool. Eigentlich will ich da nicht runter, aber ich glaube, ich muss das ja jetzt machen, ne? Dann bin ich jetzt auf jeden Fall vergiftet. Alter Schwede, und ich sehe ja gar nichts. Ich nehme schon mal vorsorglich hier so einen Stein. Ey, das kann ich euer Ernst halten. Ich sehe überhaupt nichts. Ach so, okay, jetzt bin ich wieder hier. Gut. Aber jetzt mal im Ernst, das meine ich doch nicht ernst. Ich meine, wenn jetzt noch mehr so Gänge kommen, man sieht ja nichts.
kann ich runter, da kann ich lang. Da ist ein Gegner, das heißt, da geht's wahrscheinlich auch weiter. Nein! Oh, ich bin ein Depp! Ich wollte eigentlich das hier machen. Scheiße. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall sicher, dass unser Gift weg ist. Das ist doch auch schön. Die ist doch schön. Oh Mann. So viele Wege noch. Gut, da unten liegt noch was, aber ich glaube, ich will da nicht runter. Weil einer von denen ist ja schon relativ krass. Erstmal gucken, was du für einer bist. Ob du gut bist oder nicht gut bist. Okay. Die sind machbar. Gut, da würde ich schon reinkommen. Hm. Dann gehe ich erstmal da unten rein. Oder ich gehe oben lang. Ach, ich weiß es nicht. Okay. Ich gehe unten rein. Lang rein. Dings. Ich meine, eigentlich mag ich das ja, ne, wenn es so viele Wege gibt. Und man nicht weiß, wo man lang soll. Also auf die Dauer. Boah, ja, wahrscheinlich. Hürdenspitze. Dann gehe ich vielleicht doch erstmal oben lang. Weil wenn das hier jetzt neues Gebiet ist. Ach so. Ach, okay. Schon klar. So viele Wege sind es dann anscheinend doch nicht. Dann wäre ich jetzt nur hier oben rausgekommen, wa? Ja. Hab's verstanden. Gut. Ja, das ist doch nett. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall den Aufbau gesteckt. Ach, das ist ein Gegner. Was ist das denn? Die sind ja wie die Pilze da aus dem Wald in Dark Souls 1. Wie? Hä? Cool. Skeptiker gewürzt. Habe ich ein Geheimnis gefunden? Nein! Ich sag dazu nichts. Kann ja mal passieren. Wir sind ja auch lange nicht mehr gestorben. Von daher ist ja alles erträglich. Wo war das letzte Leuchtfeuer? Ich glaube, das war gar nicht so weit weg, ne? Ich glaube, das geht noch. Heiß im Ernst, ich will jetzt im Jägerhain erstmal diesen Boss, das beschäftigt mich wirklich die ganze Zeit. Ihr merkt das ja schon. Und irgendwo da muss ich doch noch zu so einem Turm hochkommen, wo dann diese Pferde da waren, oder dieses Pferdboss-Ding war. Ich weiß aber echt überhaupt nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Na Beta. Da muss man noch über so eine lange Holzbrücke, so eine Hängebrücke. Ah, guck mal, hier ist unsere. Unser Tittenkumpel, ne? Fancy meeting you here. Speak up. Hier ist mal andere Sachen im Angebot. Ne. Norman? Ich weiß nicht, also irgendwie finde ich die relativ unnötig. Ich meine, die hat Brüste, das ist cool. Aber so, was die verkauft ist, irgendwie. Relativ so Standardkram, ne? Mal kurz gucken. Hier kann ich doch auch. Ja, hier kann ich auch die ganz normalen Titanitscherben kaufen. Sogar günstiger. Also so geil ist die Händlerin dann ja nicht. Oder die kriegt immer noch Sachen dazu, das weiß ich halt nicht. Bei dem Rüstungsverkäufer da drüben, da sollte ich übrigens auch irgendwann mal hingehen. Und wenn ich den leer gekauft habe, dann kriege ich wohl irgendwas von dem.
Also wenn ich da eine bestimmte Anzahl Seelen ausgegeben habe. Wurde mir gesagt. Könnt man mal ausprobieren. Aber was ich auch noch machen könnte, ist diesen einen Versteinerten da befreien. Ich weiß nicht, welches Leuchtfeuer ist denn da am nächsten dran? Wahrscheinlich sogar das hier, ne? Ich gehe mal hier hin. Auch wenn es vielleicht ein bisschen weiter weg ist. Ich muss ja auch immer noch für Macduff diese Glut finden. Wo auch immer die ist. Weil der soll angeblich auch meine Waffen verstärken können. Wurde mir alles in einem sehr schlauen Kommentar geschrieben, liebe Leute. Ja. Es ist übrigens noch Blind. Habe ich auch lange nicht mehr gesagt. Nur falls die Frage nochmal aufkommt. Ja, ich spiele Blind. Kann ja immer noch Leute geben, die es noch nicht mitgekriegt haben. Moment mal, war das hier? Nee, okay. Ich dachte schon, da falle ich jetzt gleich wieder runter. Tür auf und Abgrund. Okay. Ich glaube, der war hier oben irgendwo, ne? Dieses Gefängnis. Oder auch nicht. Ich finde den noch. Außerdem habe ich keine Lust auf dieses Giftgebiet, deswegen eigentlich versuche ich gerade auch ein bisschen Zeit zu schinden, um ehrlich zu sein. Und in dieser Zeit noch was halbwegs Sinnvolles zu machen. Ich meine, das muss ja auch mal gemacht werden. Wenn wir jetzt immer nur stur dem Hauptweg folgen, das ist ja irgendwie auch langweilig. Also ruhig mal hier so ein bisschen zwischendurch was anderes machen. Steh auf. Okay. Gut. Jetzt bin ich hier. Oh Gott, wie komme ich denn jetzt zu diesem Gefängnis, wo der Typ war? Ah, warte mal, das ist Sprengstoff, ne? Meine beiden letzten Pfeile verschwinden, aber es könnte lustig werden. Seht ihr? Voll lustig. Auch wenn die Explosionen bei Watch Dogs viel schöner aussehen. Ja. Ich bin echt so ein bisschen im Watch Dogs-Fieber im Moment. Deswegen, ich glaube, wenn ich jetzt Dark Souls hier noch ein bisschen aufgenommen habe, bis ich so keine Luft mehr habe und so, dann könnte ich das ja auch mal wieder weitermachen. Vielleicht kommt dazu auch mal ein Video, weil ich finde dieses Online-System eigentlich ganz cool. Das ist quasi wie Invasieren bei Dark Souls. Dass halt andere Hacker so in das Spiel eindringen können und versuchen, das Handy von einem selbst zu hacken. Das finde ich eigentlich ganz cool, die Idee. Vielleicht wirklich ein bisschen von Dark Souls geklaut, weil es ist an sich genau dasselbe vom Prinzip her, wie das Invasieren. Aber es ist schon ganz cool. So, da ist der Typ. Duftzweig benutzen? Ja, bitte. So, jetzt sag Danke. Sag Danke. Ja, ein wenig steif, das kennt man ja. Strayed, a wandering sorcerer of sorts. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me.
Very good. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, Strange, will teach you my spells. Okay, erstmal Geste erlernt. Das ist das Wichtigste. Verhöhnen Geste. Das ist cool. Zauber, ja. Brauche ich eigentlich alles nicht. Das hier, das. Ah, da sind doch die Verfolger, ne? Das Bild sieht zumindest aus wie Verbundenheit. Das ist ein komischer Name. Aber wenn das so ist wie die Verfolger in Dark Souls 1, dann ist das ja mal die hässlichste Magie, die es gibt, weil die war wirklich ziemlich stark. Zielflugseelensperr ist ja auch cool. Aber ich freue mich doch schon so ein bisschen, wenn ich mal mit meinem Magier bis hierhin gekommen bin. Dem habe ich ja gar nicht mehr weitergespielt. Aber dann diese ganzen Zauber mal benutzen, das könnte ja geil werden. Gibt ja schon ganz nette neue Sachen. Stellt hier einen Zaubereinsatz wieder her? Ja, das habe ich glaube ich sogar schon. Verlängert Zaubereffekte, ja, das ist auch wieder. Erhöht Intelligenz. Alles für Zauberkram, gut. Handeln. Was ist denn Handeln? Und wieso kann ich hier nur so ein paar Sachen handeln? Ach nee, gar nicht, das sind gar nicht meine Sachen. Ach so! Ach, jetzt check ich das erst. Ja. Das sind jetzt die Bosswaffen, die ich daraus machen könnte, wa? Oder wie? Sieht so aus, ne? Ach so. Das ist ja cool. Ich weiß jetzt nur nicht, ob da irgendwas für mich in Frage kommen würde, ne? Also ein bisschen Stärke und Beweglichkeit so. Wie sowas, ne? 26 Stärke, 16 Beweglichkeit. Dehnwache brauche ich dafür, die Dehnwachenseele. Krummes Großschwert. Also krummes Großschwert ist dann wahrscheinlich sowas wie, Mensch, wie hieß denn das in Dark Souls 1? Ich weiß es gerade nicht mehr. Irgendwas mit S, glaube ich. Genau, die Schneide? Oder so? Weiß ich nicht. Könnte ja dann sowas sein. Also gar nicht mal so schlecht eventuell. Weil das könnt ihr auch mal in den Kommentare schreiben, was denn hiervon mal ganz cool wäre oder ob ich eigentlich gar nichts davon brauche. Okay. Und Leuchtwache haben wir auch. Das ist auch schön. Na, dann hätten wir das jetzt erledigt. Und dann können wir eigentlich zurück in das verfluchte Gebiet. Habe ich ja richtig Lust drauf. Aber gut, machen wir mal. Machen wir. Muss ja weitergehen. Aber ich sehe gerade, wir müssten auch schon wieder einen Schnitt machen. Aber was ich auch noch sagen wollte, ganz kurz am Ende, damit es auch jeder hört. Spielt irgendwer von euch Clash of Clans am Handy? Hat nichts mit dem Spiel zu tun, aber ist mir noch so eingefallen, ne? Weil das spiele ich jetzt seit neuestem. Seitdem ich jetzt ein neues Handy habe, da habe ich gedacht, ja, okay, dann kann ich ja mal ein bisschen was runterladen. Hab das jetzt angefangen. Das macht echt süchtig, ne? Es war mega das Pay-to-Win-Gedöns, aber wenn das einmal spielt, ich habe einen Clan, der heißt Ikea und ich bin Gruppenführer. Also, wenn ihr Bock habt, da in den Clan zu kommen oder so, da machen wir voll das Imperium, das Handy-Imperium. Und, also wer das hat, ne, könnt ihr euch ja sonst runterladen. Da kann ich einfach mal in den Clan reinkommen. Sucht Ikea bei den Clans und da gibt es mehrere. Aber das sind alles so russische und so und dann klickt ihr einfach mal drauf und dann seht ihr schon, dass ich da der Anführer bin. Und ich bin der Führer, wisst ihr? Hätte ich voll Lust drauf, irgendwie da mit so ein paar Abonnenten, so ein Clan. Also, wenn das irgendwer von euch spielt, keine Ahnung. Na gut, das kurz zum Ende. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Dark Souls 2 im Giftgebiet. Bis dahin.